Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um das Thema der aktuellen Probleme von einigen Energieversorgern weiterhin zu versorgen, aber auch natürlich das Thema der Grund- und Ersatzversorgung, die teilweise schwierig wird, wenn dann eben andere Unternehmen vom Netz gehen, aber auch die Misere rund um Abschlagserhöhungen, Preiserhöhungen und so weiter. Ganz konkret möchten wir uns mal damit beschäftigen, was mit dem Unternehmen ja Immergrün, was hier zu der Rheinischen Elektrizitäts- und Gasversorgungsgesellschaft gehört, was die gemacht haben. Die, und wir sind hier auf der Seite der Bundesnetzagentur, den Link findet ihr dann auch mit in der Videobeschreibung, hat ein Aufsichtsverfahren gegen diese im November schon gestartet, das ist also schon eine Weile her. Wir prüfen, ob das Unternehmen Erhöhungen von Abschlagszahlungen vorgenommen hat, die das Gesetz nicht erlaubt. Also Verdacht unzulässiger Erhöhung, es besteht der Verdacht, dass die Abschlagszahlungen erhöht worden sind und das aber energierechtlichen Anforderungen nicht entsprechen würde. Was ist das Thema? Wir hatten ja die Gaspreiserhöhung, damit auch eine Strompreiserhöhung im Einkauf. So, dann musst du als Energieversorger natürlich diese Menge einkaufen, um deine Kunden versorgen zu können in deinen Bilanzkreis. Das ist deine zentrale Aufgabe, deinen Bilanzkreis zu befüllen. Das ist deine Energiemengenbuchhaltung. Das, was deine Kunden verbrauchen an Kilowattstunden, musst du auch zukaufen. Immerzu für diesen einen Moment. Wir betrachten das für jede Viertelstunde. So, wenn du zukaufst, ist es dann im Zweifel teuer, wenn du jetzt nicht langfristig dich schon abgedeckt hast und musst es mit hohen Preisen irgendwie auskommen. Jetzt löst sich dann mal so schnell die Portokasse auf und Unternehmen kommen an ihre Finanzgrenzen und ein Weg, um da irgendwie schnell wieder an Geld in der Kasse zu kommen, ist natürlich in der Theorie zumindest eine Abschlagserhöhung, wo ich nämlich sage, naja, lieber Kunde, du zahlst ja monatlich deinen Abschlag. Ja, statt 40 Euro zahlst du jetzt halt mal 80 Euro jeden Monat. So. Und das ist natürlich erstmal eine kuriose Sache für den Verbraucher, aber warum ist das auch überhaupt nicht zulässig und auch nicht sinnvoll? Was ist erstmal der Abschlag an sich? Es läuft darauf hinaus, dass wir in der Energieversorgung, wie gesagt, diese Energiemengenzuordnung machen. Das heißt, ein Kunde nimmt jetzt einen Tarif wahr von einem Verbraucher, von einem Versorger und schließt einen Versorgungsvertrag ab, der zum Beispiel ein Jahr lang läuft und sich dann automatisch verlängern würde. Dann heißt es, ab diesem Moment, wenn der Lieferbeginn stattfindet, ist der Kunde, der Verbraucher im Portfolio dieses Versorgers. Und damit auf der Verbrauchsseite des Bilanzkreises. So, dann sind da die Kilowattstunden über das Jahr hinweg runtergebrochen für jede Förderstunde mittels eines Lastprofils. Und dann lesen wir ja nach einem Jahr erst den Stromzähler ab. Eventuell gibt es eine Ablesung zum Jahreswechsel, weil der Netzbetreiber das macht und dann wiederum zum Wechselzeitpunkt plus ein Jahr würde eine E-Mail zum Beispiel kommen und sagen, hey, lieber Kunde, lies doch mal deinen Stromzähler jetzt selbst nochmal ab, damit wir abrechnen können. So funktioniert ja Energieversorgung in Deutschland typischerweise. Wir haben analoge Zähler oder digitale Zähler, die trotzdem nicht kommunizieren. Einmal im Jahr wird abgelesen und das wird dann auf das Standardlastprofil umgelegt. Wie das mit diesen Profilen läuft, haben wir auch schon auf dem Kanal erklärt. So, und dann sagst du also im Nachhinein, ach so, du hast 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch gehabt. Damit können wir jetzt korrekt befüllen, was du im letzten Jahr wann eigentlich verbraucht hast. So. Und über die gesamte Energiemenge können wir dir jetzt eine Rechnung schreiben. Dann würde diese Rechnung am Ende des Jahres Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Euro hoch sein. Und deswegen sagen wir, nee, jeden Monat zahlst du schon mal ein bisschen was ein praktisch. Dieser Abschlag ist eine Einzahlung auf das Rechnungskonto des Kunden, könnte man sagen. Also das ist so, das ist keine Vorauszahlung im klassischen Sinne. Es ist keine Prepaid-Zahlung, wie es ja auch gibt in der Energieversorgung, sondern es ist eine Vorab-Einzahlung auf das Vertragskonto, das Rechnungskonto des Kunden, um dann nachher ein Guthaben praktisch gegenrechnen zu können. Und damit ist der Endrechnungsbetrag bei nur noch 20 Euro oder bei einem Guthaben oder ziemlich genau bei 0. So, das wäre so das Ziel. Deswegen machen wir diese Abschläge. Die Abschläge beziehen sich also auf das, was wir erwarten würden, was der Kunde dann in einem Jahr auf seiner Rechnung stehen hat. Das durch 12 gerechnet oder durch 11 gerechnet ergibt dann den monatlichen Abschlag. Das nehmen wir dann an anhand der Jahresverbrauchsprognose. Der Kunde, wenn er wechselt, wenn er seinen Tarif neu abschließt, gibt er ja an, ich verbrauche ungefähr 3000 Kilowattstunden im Jahr. So, dann nehmen wir das an, rechnen das hoch, gehen davon aus, Kunde bezahlt dann so und so viel auf seine Rechnung insgesamt, durch 11 oder durch 12 und dementsprechend dein monatlicher Abschlag liegt jetzt bei 50 Euro, meinetwegen. So.
Auf dieser Grundlage werden Abschläge gebildet. Ich kann als Kunde grundsätzlich natürlich schon sagen, ich zahle gerne auch noch mehr, ich zahle gerne auch noch weniger, aber an sich wird das schon in etwa hinkommen. Wenn sich dann am Ende des Jahres herausstellt, bei der CEDA-Ablesung, der Kunde hat mehr verbraucht, nicht nur 3.000 oder 4.000, sondern hat 5.000 oder 6.000 verbraucht, dann hat der Abschlag natürlich nicht gereicht und deswegen gibt es einen höheren Rechnungsbetrag, der dann praktisch jetzt aufkommt. Dann würde man erkennen, fürs nächste Jahr, wir nehmen an, er verbraucht jetzt ein bisschen mehr und dann würde der Abschlag auch automatisch erhöht werden müssen, damit wir wieder diese Einzahlung für die nächsten Monate machen können. Deswegen erhöht sich der Abschlag, weil die Erwartung fürs nächste Jahr höher ist. Der Abschlag ist immer eine Einzahlung auf die Rechnung, die jetzt demnächst oder in einem Jahr laufen wird. Mit den Preisen, die in dem aktuellen Tarif festgelegt sind. Preise sind ja festgelegt. Wir haben ja einen Vertrag angenommen, einen Versorgungsvertrag angenommen. Ein Tarif ist die Grundlage dann praktisch für die Berechnung. Das ist dann erstmal fest fürs nächste Jahr im normalen Haushaltskundenbereich. Es gibt prinzipiell die Idee der Preisgleitklauseln, was ist dann gerade auch eher im Gewerbekundenbereich, wo es auch weniger Verbraucherrechte oder keine Verbraucherrechte in dem Sinne gibt. Da ist es dann üblich, dass es auch Anpassungen geben kann während des Jahres. Aber im Haushaltskundenbereich haben wir einen Tarif eigentlich festlaufend für die Laufzeit, die er eben hat. Das kann ein Jahr oder auch zwei sein oder auch weniger. Aber das sind dann eher schon besondere Kunden, besondere Verträge, die monatlich flexibel Preise ausrechnen oder komplett flexibel auf Börsenpreise reagieren. Gerade mit Smart Metern ist das dann gut möglich, aber normalerweise ein Jahr Preisbindung. Und danach wird der Preis erhöht für den nächsten Zeitraum, für die nächste Laufzeit. Und wenn wir jetzt bedenken, dass wir also einen festen Preis haben, für den wir in einem Jahr die Rechnung zahlen müssen, dann gibt es eigentlich keine Grundlage, auf der sich unser Abschlag erhöhen könnte. Außer wir selbst melden uns und sagen, ich habe deutlich mehr Stromverbrauch, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt eine Poolheizung oder ich habe Trocknungsgeräte oder ich habe eine Hanfplantage. So, und dann habe ich deutlich mehr Stromverbrauch und dann sage ich meinem Versorger, erwarte mal bitte das Doppelte und dann erhöht sich auch mein Abschlag. Ne? So aus der Hinsicht heraus könnte es das geben. Oder wenn ich sage, ich bin viel unterwegs, ich pendle jetzt irgendwie ständig, ich werde viel weniger Verbrauch haben. Dann kann auch der Versorger sagen, alles klar, wir setzen es runter, dein Abschlag verringert sich. Aber einseitig zu sagen, ich erhöhe die Abschlagszahlung, weil sich ja meine Einkaufspreise erhöht haben, das ist dem Kunden und seinem Tarif egal. Das ist nämlich die andere Seite. Der Bilanzkreis hat, wie gesagt, auf der einen Seite die Verbrauchsseite mit den Kunden und deren Verbräuchen und auf der anderen Seite den Einkauf, wo ich mir Energiemengen zu einem Preis an der Börse kaufen muss oder durch eigene Erzeugung reinbuche. Wenn das teurer wird, dann ist das ja schön und gut oder eben schlecht für den Versorger, aber hat erstmal keine Auswirkung auf die Verbrauchsseite. Insbesondere, wenn ich Preisbindung habe und Tarife habe, die schon fest laufen. Also gibt es eigentlich streng genommen, energiewirtschaftlich betrachtet, keine Grundlage dafür, einen Abschlag jetzt zu erhöhen, außer der Kunde hat eine Verbrauchsänderung. Nur die Verbrauchsänderung macht einen Sinn, weil der Tarif im Haushaltskundenbereich, der ist fest. Und wenn ich den Tarif dann immer noch natürlich behalte mit den Tarifangaben, mit einem Grundpreis und einem Verbrauchspreis, also Arbeitspreis, und es erhöht sich nur die Menge, die Arbeitsmenge, dann wird sich der Arbeitspreis insgesamt erhöhen und deswegen kann ich auch mehr Abschlag verlangen. Das ist sinnvoll. Aber der Preis selbst ändert sich ja nicht. Nur die Variable der Energiemenge ändert sich. Und der Preis kann sich nicht wirklich im Haushaltskundenbereich ändern und deswegen ist es eigentlich auch nicht möglich, dass hier Abschlagszahlungen in dem Sinne angepasst werden konnten. Und das ist jetzt, wie gesagt, hier in dieser Ermittlung oder in diesem Verfahren der Bundesnetzagentur auch Thema. Plus, die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat gegen die geklagt und das Landgericht Köln hatte am 8.12. schon festgestellt, dass diese Erhöhung der Abschlagszahlung sowie die Sonderkündigungen, die die Immergrün ausgesprochen hat, angeblich im Namen von Kunden, die das auch gar nicht wollten, und dass es das alles nicht funktioniert, dass es untersagt ist und dass es rückabgewickelt werden muss und dass die Immergrün damit streng genommen so richtige Probleme bekommt. Hier ist also Abschlagserhöhung ohne den Verbrauch zu berücksichtigen, ist offensichtlich unzulässig, wenn vorher die Preise nicht wirksam erhöht worden sind. Und das ist der Punkt, wenn vorher die Preise nicht wirksam erhöht worden sind. Und wie gesagt, im Haushaltskundenbereich geht das praktisch nicht. Es ist auch nicht vorgesehen. Der Preis ist so, wie er ist. Und nur wenn es besondere Geschäftsbedingungen gäbe, die mit einem Tarif zusammenhängen, besondere Voraussetzungen oder irgendwas, und dann stellt sich heraus, ich habe die Voraussetzungen gar nicht erfüllt,
dann könnte ich in einen anderen Tarif praktisch zwangsgesetzt werden und hätte dann andere Preise. Aber wenn ich einen Tarif abschließe, dann habe ich den als Haushaltskunden. Dafür gibt es eben ja auch in Deutschland nochmal Verbraucherschutz. Das läuft dann genauso. Nein, also da kann ich nichts mehr dran ändern. Der Versorger kann nicht einseitig mich in einen anderen Tarif packen mit anderen Preisen. Das geht nicht. Vor allem nicht rückwirkend praktisch. Ne? Also ist das jetzt schon mal fürs Erste als nichtig erklärt. Wichtig dabei ist, Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Also Immergrün wird wahrscheinlich noch dagegen vorgehen. Darüber hinaus wurden Rückfragen von Kunden darauf als Kündigung erkannt und dann wurde eine Sonderkündigung praktisch einfach umgesetzt und diese Kunden sind dann praktisch eine Ersatzversorgung gefallen, die natürlich immer teurer ist. Und wir kommen ja noch in einem anderen Video auf die Ersatzversorgung in aktueller Form zu sprechen. Das ist natürlich mega dreist, weil wenn der Kunde nicht sagt, hey, ich will jetzt eine Sonderkündigung, dann kann ich den das nicht einfach hier reininterpretieren und dann umsetzen. Das ist wirklich ein dummen Fang, um das nochmal so deutlich zu sagen, wo man dann erwarten würde, dass die meisten Kunden sagen, ach, jetzt bin ich raus. Habe in der Presse gehört, das passiert gerade viel, also bin ich jetzt hier raus. Ne? Nee, so funktioniert das nicht. Also, was will ich schlussendlich damit gesagt haben? Eine Abschlagserhöhung ohne eine Verbrauchsanpassung im Haushaltskundenbereich funktioniert nicht. Das geht nicht, das macht keinen Sinn. Ich kann, wenn ich einmal den Preis hatte für den Tarif, den erst zur nächsten Laufzeit anpassen. Und dann hätte der Kunde wirklich ein Sonderkündigungsrecht. Währenddessen geht das nicht einfach so. Das ist unmöglich. So funktioniert Deutschland nicht im Sinne von Verbraucherrechten, die wir alle haben. Also Abschlagserhöhung grundsätzlich nur mitspielen, wenn ihr ernsthaft eine Verbrauchserhöhung habt. Wenn nicht, darf das euer Versorger nicht machen. Und er darf euch auch nicht einfach so raushauen, wenn ihr dann was dagegen tut, weil seine Rechnung mit den alten Preisen wird er dann trotzdem so laufen wie vorher gedacht. Ne? Ihr hättet dann ja den Abschlag, den ihr vorher höher reinzahlt, das wäre ja dann euer Guthaben. Na gut, dann ist euch auch vielleicht nichts verloren, wenn es nicht so sehr an eurem Cash praktisch zu viel rauszieht, aber eigentlich macht es keinen Sinn und an sich ist es auch nicht zulässig. Abschlagserhöhung ohne Verbrauchsänderung funktionieren so nicht. Das macht keinen Sinn. Ein bisschen anders sieht es natürlich in der Theorie zumindest bei Gewerbekunden, Industriekunden aus, insbesondere wenn es Preisgleitklauseln gibt, kann ein Preis auch mal währenddessen noch angepasst werden, während einer Laufzeit angepasst werden, aber eben auch nur in den Rahmenbedingungen, die man vorher vertraglich sich gegenseitig zugesichert hat. Im Haushaltskundenbereich gibt es das nicht. Nein, nein, nein. Keine Chance. Ebenso, diese Sonderkündigungen machen keinen Spaß und sind so auch nicht zulässig. Und wenn man dann in die Ersatzversorgung fällt, gibt es ja aktuell auch Probleme, dazu mehr im nächsten Video. Okay, soweit also Abschlagserhöhung nicht einfach mitspielen, nur wenn sich wirklich euer Verbrauch verändert hat oder ihr mit der nächsten Laufzeit auch andere Preise habt. Habt ihr grundsätzlich Fragen oder Anmerkungen zu diesem Thema, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer den Daumen nach oben geben, unseren Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die Glocke aktivieren, wenn ihr auch das noch nicht gemacht habt, damit ihr auch keine Videos verpasst. Und dann, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.